Sternzeit 53850,31. Die Holodeck-Simulation des Hazard-Teams werden immer brutaler. Ich glaube, ich habe in meinem Körper keinen einzigen Knochen mehr, der nicht schmerzt. Aber ich weiß, dass es uns Lieutenant Commander Tuvok und Lieutenant Foster nur so schwer machen, um auf alles vorbereitet zu sein. Ja, weil eigentlich, um uns auf alles vorzubereiten, wird natürlich auch sein, natürlich. Mann, die Maus macht wieder eigen Leben hier. Sternzeit 53853,2. Fenrichmann Rose Schmerzgrenze ist wirklich erstaunlich. Selbst nach 5 Schüssen aus einem malonischen Gewehr konnte Monroe noch in Deckung kriechen. Gut, wenn Alex die Deckung einfach nie verlassen hätte, dann wäre auch nie jemand angeschossen worden. Alex handelt vielleicht oft ein wenig unüberlegt, aber mit der Zeit wird sich das sicher bessern. Besatzungsmitglied Beastman starrt mich ziemlich häufig an. Er mag hier ein hervorragendes Teammitglied sein, aber er ist einfach nicht mein Typ. Ich kenne ehrlich gesagt auch niemanden, dessen Typ er ist. Ah ja, okay. Sternzeit 53854,74. Nein, natürlich. Oh Gott, ich kann nicht mehr Zahlen lesen. 53854,74. Die Voyager hat Ärger mit einer fremdartigen Sonde bekommen, die das gesamte Schiff in einen anderen Abschnitt der Galaxie transportiert hat. Das Hazard-Team wird nun auf ein nahegelegenes außerirdisches Schiff geschickt, um Informationen über diesen merkwürdigen Weltraumschrottplatz zu suchen. Ich hoffe nur, dass meine Kameraden halt zurückkehren. Sternzeit 53855,2. Ich finde es unverantwortlich, dass das Hazard-Team inzwischen ohne medizinische Unterstützung auf zahlreiche Missionen geschickt wurde. Sie wurden auf dem Schiff der Eterianer und in der Scavenger-Basis angegriffen. Dort wurde Besatzungsmitglied Odell schwer verletzt. Lieutenant Commander Tuvok hat mir versichert, dass sämtliche Mitglieder des Hazard-Teams eine rudimentäre Ausbildung für medizinische Notfälle genossen haben und dass nur für größere Missionen ein voll ausgebildeter Sanitäter vonnöten ist. Ich stimme ihm nicht zu. Ich denke, es sollte an jeder Mission ein Sanitäter teilnehmen. Unsere Besatzungsmitglieder sind zu wertvoll, um ihr Leben aufs Spiel zu setzen, ohne ihnen die erforderliche medizinische Unterstützung zu geben. Ich werde meine Vorgesetzten auch weiterhin bei jeder Gelegenheit darauf ansprechen. Ja, interessant ist ja hier, dass immer nur von Odell gesprochen wird, wenn schon, aber von Ken, der gestorben ist, ich weiß den Nachnamen jetzt gar nicht mal, von dem erzählt man nie was, ja, ist wohl vergessen worden. Deswegen läuft er auch in der Shuttle-Rampe rum, weil die denken, ja, der wurde vergessen. Sternzeit 53856,71. Ich werde mit dem Hazard-Team auf einen Borg-Kubus geschickt, wo wir versuchen sollen, das Isodesium zurückzuholen und Lieutenant Foster zu retten. Ich vermute, ich habe es hauptsächlich Fenrichmann Rose zu verdanken, dass ich mitgenommen werde. Alex sagt, ich soll mich bereithalten, um Lieutenant Foster zu Voyager zurückzubringen, falls wir ihn finden. Okay. Sternzeit 53857,44. Lieutenant und Commander Tuvok und das Hazard-Team haben hervorragende Arbeit geleistet, indem sie mit der Waffe des Kampfschiffs das Harvester-Schiff abwerten. Trotzdem wurde die Voyager von den Harvestern geentert. Es gab viele Verletzte, aber wir haben ihnen helfen können. Es wäre alles noch viel schlimmer gekommen, wenn Tuvok keinen Erfolg gehabt hätte. Wäre es keine Voyager mehr gegeben, wo man hätte zurückkehren können und jemanden hätte retten können, genau. Weiter geht's mit Sternzeit 53858,3. Tuvok hat mich endlich für eine Außenmission angefordert. Es scheint um eine große Sache zu gehen. Wir steigen sofort hinüber der Raumstation in der Mitte des Schrotthaufens, in dem wir uns befinden. Unser oberstes Ziel ist es, die Generatoren zu zerstören, die das Dämpfungsfeld erzeugen, so dass die Voyager entkommen kann. Ja, gut, dann wurde auch mitgenommen und ja, hier ging es auch gar nicht so gut auf dieser Mission, aber auch dem Mann, was sei denn da für sie? Quartier von Besatzungsmitglied Juliette Giroux. Ja. Jetzt geht es weiter mit Austin Chang. Das Quartier von Besatzungsmitglied Austin Chang. Ja, hier auch noch ein Holo, hier auch noch ein Logbuch. Gefühlte Calderway. Die haben nichts hier, die Leute. Die haben nichts, du kennst mir das selber. Pflaumensaft. Ja, die haben nichts hier, nur Pflaumensäfte und so. Nochmal alle hier angucken. Alpharianische Haare. Nein, es gibt hier ein paar Gerichte, aber nicht, dass wir ein neues brauchen. Also, die wollen ja nicht die Enterprise. Egal. Chang. Ach du meine Güte, er hat ja viel geschrieben. Sternzeit 53840,12.
Fennigmann Roh hat mich ermutigt, am Erprobungstraining für das Hazard Team teilzunehmen, das Lieutenant Commander Tuvok bilden will. Manro geht offenbar davon aus, dass meine besonderen Fähigkeiten als Sprengstoff-Experte für das Team äußerst nützlich sein könnten. Die Sache klingt interessant. Ich glaube, ich werde es versuchen. Sternzeit 53841,5. Das Erprobungstraining für das Hazard-Team war sehr aufregend. Ich musste Romulaner, Heroes und sogar Spitz 8472 bekämpfen. Das war ganz schön hart, aber mit meinen Sprengsätzen konnte ich immer siegen. Lieutenant Foster schien ziemlich beeindruckt von meinen Fähigkeiten. Er hat mich sofort nach dem Training gebeten, mich dem Hazard-Team anzuschließen. Oh, also offenbar. Dann kam auch die Borg-Mission und dann ging alles schief. Sternzeit 53847,2. Manro hat es heute während der Holodeck-Mission dreimal geschafft, sich umbringen zu lassen. Manro mag zwar ein etwas wackeliger Anführer sein, aber als Entertainer ist Alec unschlagbar. Derzeit 53849,55. Heute ging es auf dem Holodeck ziemlich heiß her. Beastman und Teltia wurden von Shell erschossen. Manro ist von einem Borgsteg geflogen und ich habe mich selbst in die Luft gesprengt. Wir sind vielleicht kein besonders guter Sicherheitstrupp, aber wir geben ein wahres Comedy-Dream-Team ab. Ja, kann ich mir nicht vorstellen, wie das abgeht. Sternzeit 53850,33. Lieutenant Commander Tuvok und Lieutenant Foster verlieren allmählich die Geduld mit uns. Ich glaube, sie haben die Schmerzeinstellung auf dem Holodeck erhöht. Als ich heute gestorben bin, war anschließend meine ganze linke Körperhälfte wie betäubt. Das ist schon ein paar Stunden her. Trotzdem spüre ich noch ein Kribbeln in den Finger und Zehenspitzen. Ich muss zugeben, bei solchen Schmerzen verliert man die Lust am Sterben. Das ist der Sinn der Sache. Sternzeit 53853,2. Lieutenant Foster ist fast ausgeflippt, als er die Poster vom Hazard-Team gesehen hat, die Nilis überall aufgehängt hatte. Nur so zum Spaß habe ich es mir erlaubt, Actionfiguren von einigen Teammitgliedern zu basteln. Ich kann es kaum erwarten, das Gesicht des Lieutenants zu sehen, wenn er davon erfährt. Ich hoffe nur, dass ihm keiner verrät, wer dafür verantwortlich ist. Aha, wissen wir, wo diese Figuren herkommen? Nämlich von Austin Chang, der hat die gebastelt. Warum immer? Wahrscheinlich hier auch so kennenlernen, ja. Sternzeit 53854,0. Ich hätte heute beinahe einen Herzanfall bekommen. Lieutenant Foster kam herein, als sie gerade dabei war, Manro die Elkenfiguren des Hazard-Teams zu zeigen. Foster kam zu uns rüber und nahm die Beastman-Figur hoch. Dann hat er sie ganz genau angeguckt. Er hat sie da abgestellt und meinte nur, wie haben sie es denn geschafft, ein Bild von Beastman zu bekommen, auf dem man den Mund hält. Ja, super, super. Sternzeit 53854,74. Ich will nur mal kurz zusammenfassen, was inzwischen alles geschehen ist. Also, die Voyager wurde von einer außerirdischen Sonde zu einer Art Friedhof transportiert. Eine bunt durcheinander gewürfelte Scavenger-Horde hat die Voyager angegriffen. Wir haben auf sie geschossen und sie ergriffen die Flucht. Ein Teil des Hazard-Teams ist dann an Bord eines fremdartigen Schiffes gegangen, um mehr über diesen Ort zu erfahren. Ich wurde nicht mitgenommen. Wahrscheinlich wollten dieses Mal nichts in die Luft jagen. Ja, wäre nicht so gut gewesen. Sternzeit 53854,78. Sie sind gerade von der Datenbeschaffung zurück. Anscheinend habe ich dabei ziemlich viel verpasst. Vielleicht bin ich ja bei der nächsten Mission dabei. Ich kann eigentlich recht gut mit einem Phasergewehr umgehen. Aber ich sollte wirklich noch etwas dazu lernen und nicht nur wissen, wie man alles in die Luft sprengt. Ja, das war's auch dran. Sternzeit 53855,13. Das Hazard-Team wird zur Scavenger-Basis geschickt, um Isodesium zu holen. Und wer ist mal wieder nicht dabei? Meine Wenigkeit natürlich. Gut, es ist eine Tarnmission. Trotzdem könnte es doch sein, dass sie wenigstens eine klitzekleine Explosion brauchen. Ich gehe jetzt üben, damit ich mit dem Phaser besser werde. Nein, mein Nutzer die Zeit vernünftig. Sternzeit 53855,2. Dem Team muss es in der Scavenger-Basis ziemlich schlecht ergangen sein. Die Borg haben das Isodesium und Lieutenant Foster mitgenommen. Ich hoffe, wir können Foster noch retten. Er wäre besser tot, als dass sie ihn in einen Borg verwandeln. Ja, ist nicht so angenehm, denke ich.
Sternzeit 5385692. Während der Abwesenheit von Lieutenant Foster hat Finnick Monroe das Kommando über das Heather-Team. Zwar hat das einige etwas unzufrieden gestimmt, aber ich persönlich halte es für eine gute Idee. Monroe hat einen klaren Kopf und wird uns gut anführen. Das brauchen wir jetzt auch, denn wir sollten auf den Borg-Kubus gehen, um das Isodesium zur Voyager zurückzuholen. Wir sollen außerdem versuchen, Lieutenant Foster zu retten, obwohl Tuvok sich klar ausgedrückt hat, dass das Isodesium zurzeit wichtiger ist. Aber ich weiß, dass Monroe Foster trotzdem irgendwie retten wird. Ja, irgendwie trifft es wirklich. Sternzeit 538-57,1. Da waren wir also. Die Borg hatten uns in die Enge getrieben und uns reingelegt. Sie hatten versprochen, uns das Isodesium zu geben, wenn wir die Spezies 8472 aus ihrem Kubus vertreiben. Wir haben getan, was sie wollten. Doch sie haben dann versucht, uns zu assimilieren. Zum Glück hatte man mir aufgetragen, eine Sprengladung in einem empfindlichen Teil des Kubus anzubringen. Ich habe sie gezündet und wir sind mit dem Isodesium entkommen. Ja, und diesen Foss haben wir auch mitgenommen. Zumindest wir, ja. Sternzeit 538-57,2. Ich wollte Lieutenant Foster ein bisschen aufmuntern, weil er doch so allein auf der Krankenstation liegt. Also habe ich ihm eine Actionfigur von ihm als Borg gegeben. Er hat ganz schön getobt und mir gedroht, aber zurückgegeben hat er die Figur nicht. Aha, Actionfigur als Borg? Haben wir nicht. Wir wollen mal zur Krankenstation nochmal zurücklaufen. Sternzeit 538-57,61. Ich habe ja gewusst, dass man als Mitglied des Heather-Teams ein aufregendes Leben führt. Ich hatte keine Ahnung, welche Bedeutung das für meine Freunde haben würde. Wir haben die Voyager tatsächlich von einem Harvester-Schiff gerettet, das sie in Stücke reißen wollte. Tuvok und einige aus unserem Heather-Team haben sich zu einem nahegelegenen Kampfschiff gebeamt, um mit seiner Waffe auf das Harvester-Schiff zu feuern. Wir haben schließlich gegen etliche Drohnen kämpfen müssen, haben es aber dennoch geschafft. Tuvok hat die Waffe abgefeuert. War das ein Gefühl, als ich geholfen habe, mein Schiff zu retten. Ich fühle mich wirklich sehr geehrt und bin wahnsinnig stolz. Ich hoffe nur, dass ich heil nach Hause komme, damit ich das meinen Freunden erzählen kann. Ah, er hat das Schiff gerettet, wie es für eine Ehre. Sternzeit 538-58,4. Aus Finnick Monroe ist ein echter Vorgesetzter geworden. Alex hat Captain Janeway und Lieutenant Commander Tuvok das überredet, dass wir die Dämpfungsfeldgeneratoren in der sogenannten Forge im Mittelpunkt dieses Friedhofs angreifen dürfen. Wenn wir Erfolg haben, kann die Voyager uns dort abholen und dann hier verschwinden. Hoffentlich haben wir Erfolg. Ja, also das ist, wo diese Figuren herkommen. Eine Borg-Figur fehlt uns noch. Von Besatzungsmitglied Austin Chang. Ja. Haben wir auch. Aber leider haben die nicht so viel dabei. Wieso gibt's hier keine Sammelobjekte? So doof. Dass wir hier rumeiern, hier rumlaufen, hier lesen und lesen und lesen, kriegen nichts dafür. Das Quartier von Besatzungsmitglied Chell. Das sind noch hier diese Dinger. Wow, hab mich fair. Diese Glühwürmchen haben eben die Konsole repariert. Hab ich mich erschreckt. Mich voll erschreckt, ich weiß gar nicht, was war das denn, ey. War das unerwartet, weil mir noch nichts passiert ist. Oh, wie geil. Wie geil ist das? Dann kann ich euch schießen. Cool. Hier können wir mal. Burgunda, das ist immer Neues. Flammensack. Das ist nichts Neues. Chateau Latour. Chateau Latour, das sind Glühwürmchen hier. Landras Café. Einmal hier gibt es mal was Neues. Klingonischer Blutwein. Oh, Zell klingt Klingonisch Blutwein. Hätte ich ja vorhin von Bellatose erwartet. Burgunder. Interessant. So ein paar Getränke hier, ne? Schwarzer Kaffee. Ja, Zell trinkt nur kein Kaffee. Oh, cool. Aber eigentlich konnte man nicht mal was schießen hier. Sternzeit 53832,0. Seven of Nine hat mir heute von einer Waffe erzählt, die sie bauen will. Ihr sogenannter Unendlichkeitsmodulator soll die Modulation seiner Entladung unglaublich schnell ändern können. Sie glaubt, die Waffe werde sich gut eignen, um damit die Borg zu bekämpfen. Tuvok und Lieutenant Torres scheinen zwar nicht an den Erfolg der Waffe. Tuvok und Lieutenant Torres scheinen zwar nicht an den Erfolg der Waffe zu glauben,
Aber ich denke, sie könnte funktionieren. Eine neue Waffe natürlich. Sternzeit 53840,2. Lieutenant Commander Tuvok will einen neuen Sicherheitstrupp mit dem Namen Hazard Team einführen. Das Team soll sich vielen Gefahren stellen und feindliche Begegnungen meistern. Ich habe zwar nicht viel für Gefahr übrig, aber die Gelegenheit, möglicherweise neue fremdartige Technologien zu entdecken, lasse ich mir nicht entgehen. Ich werde also am Erprobungstraining teilnehmen. Okay. Sternzeit 53841,4. Am Erprobungstraining für das Hazard Team haben ziemlich viele Besatzungsmitglieder der Voyager teilgenommen. Daher hätte ich nie gedacht, dass ich eine Chance habe. Ich wurde während der Probe von Malonen, einem Romulaner, einem Himosen und einem Klingonen getötet. Aber ich muss wohl etwas richtig gemacht haben, als ich einen Computer so umprogrammiert habe, dass sich die Luftschleuse öffnete. Jedenfalls war ich ziemlich überrascht, als Lieutenant Foster mir mitteilte, dass ich es geschafft habe. Ich gehöre ab sofort zum Hazard Team. Ja, kann man sich kaum vorstellen, ne? So ein kleiner Tollpatsch. Paranoid. Sternze, ich bin auch paranoid, hab ich ja eben gesehen. Hab mich total erschreckt, ey. Durch die Explosion, ne? Sternzeit 53849,62. Ich übernehme die volle Verantwortung für die Ermordung der Besatzungsmitglieder Beastman und Murphy wegen des heutigen Trainings. Wir fanden uns auf einem simulierten Borg-Kubus und waren alle sehr nervös. Dann hat sich Shang auch noch selbst gesprengt und Beastman schrie immer, ihr werdet angegriffen und feuerte auf jeden Schatten. Ich gebe jetzt zu, dass ich nervös war. Ich war wohl etwas zu aufgeregt, ja. Durchaus möglich. Sternzeit 53850,2. Das Hazard Team hat heute wieder trainiert und wieder wurde ich erschossen. Gesprengt, gefasert, getasert und gemasert. Phoenix Manuel ist schon arm dran. Alex macht sich selbst für unsere Misserfolge verantwortlich. Merkt Alex denn nicht, dass das ganze Team daran schuld ist? Zugegeben, Manro scheint unsere Leben manchmal ziemlich aufs Spiel zu setzen, aber irgendwie folge ich dem Fenrich gerne. Ja, super.